Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Waldleben hier im Alice22. Schön, dass du wieder mit dabei bist, lieber Zuschauer, hier bei einem sehr, sehr großen, besonderen Einsatzvideo. Alle Rettungskräfte weit und breit von Azura wurden gerade eben alarmiert zu einem Manf im XXL-Hotel, das vor ein paar Wochen erst gebaut wurde. Es brennt in irgendeiner Etage, das wurde bisher schon bestätigt. Welche Etage ist bisher noch nicht klar. Fakt ist, das Gebäude ist komplett voll. So, und das heißt schon mal vieles. Es werden viele Rettungskräfte gebraucht, die jetzt zu diesem Einsatzort fahren. Und ich kann euch versprechen, das wird heute ein richtig fettes Einsatzfahrten-Video werden. Denn ihr habt es schon gesehen, es sind auch schon ein paar Rettungskräfte vor Ort. Es ist eine Nachbarwehr, die hier zufällig in der Nähe war. Die wurden natürlich sofort hingeordert. Außerdem auch schon eine Nachbarwehr mit einem GTLF und natürlich gerade mit dem Fahrzeug, mit dem KDOW. Alle Fahrzeuge sind dann erstmal am Einsatzort. Jetzt kommen die restlichen von der Hauptfeuerwehr. Wir fahren allesamt rüber und hoffen mal, dass das alles gut ausgeht, denn wir haben schon ehrlich gesagt auf diesen Tag gewartet, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist. Ja, diesen Tag X haben wir heute und man ist fassungslos. Man weiß gar nicht, was man machen soll. Ich wünsche euch viel Spaß, Leute. Drückt mir gerne schon mal vorab einen Daumen nach oben. Lasst mir die gerne da und wir starten. So, die Feuerwehren sollen sich so gut wie es geht nebeneinander aufreihen, damit wir hier einigermaßen gut arbeiten können. Ja, das wird recht schwierig. Ihr seht hier, hier ist alles verteilt. Es ist da oben irgendwas ganz Kurioses passiert. Viele haben angerufen, viele meinten, hier gab es eine Explosion. Andere sagen wieder, es ist ganz merkwürdig gewesen. Man hat einen komischen Geruch gerochen. Und daraufhin wurde natürlich sofort der Notruf gewählt. Das ging auch relativ flott. Also die ersten Rettungskräfte waren wirklich in ein paar Minuten vor Ort. Und ja, jetzt kommen halt die nächsten. Alle nach und nach. Ihr seht schon. Habt ihr das gerade schon gesehen? Ich glaube, ne? Es sind so viele Rettungswagen aus dem Nachbarort und viele NEFs, die jetzt alle nach und nach hier gleich am Einsatzort eintreffen werden. Ey, das ist so irre. Was ist denn heute los hier, sag mal? Krasser Scheiß, ey. So gut wie es geht, müssen wir uns hier hinstellen. Ja, das ist echt leichter gesagt als getan. Ganz im Ernst. Also, das kann ganz schön komplizierter werden. Also, für die Rettungskräfte ist der Weg frei, klar. Also, das funktioniert. Platz gibt's auch. Aber das ist halt für so einen Einsatz schon ganz schön krass. Also, wir wissen gar nicht, wo wir eigentlich alle hin sollen jetzt hier. Oh Gott, oh Gott. Also ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass wir jetzt so einigermaßen hier noch gut durchkommen. Also mit Fahrzeugen und zu Fuß natürlich auch, dass man hier wenigstens noch ein bisschen den Überblick hat, um natürlich jetzt die Menschen zu retten, die jetzt alle nach und nach aus dem Hotel rauskommen. Natürlich müssen die die Treppe nehmen. Es qualmt auf jeden Fall im Treppenhaus. Oben sieht man auch leicht, dass da Rauch rauskommt. Also das darf nicht passieren, das kann doch nicht wahr sein. Und das Schlimme ist, das muss ich euch dazu sagen, das Hotel ist niegelnagelneu. Der Brandschutz, ja, die Feuerbrandmelder, also die Brandmelder, die haben nicht ausgelöst. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für einen so großen Bau
und dann auch noch niegenagelneu, ja, es funktioniert einfach nicht. Wie willst du das erzählen? Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Also sämtliche Feuerwehren sind jetzt hier am Einsatzort und geben jetzt erstmal ihr Bestes, um so schnell wie möglich dieses Feuer ausfindig zu machen. Das Schlimme dran ist, viele Leute retten sich gerade auf dem Balkon und das Problem ist, die gehen einmal ums Gebäude herum. Ja. Es hätte uns jetzt nicht schlimmer treffen können. Was willst du machen? Aber wir haben Gott sei Dank zwei DLKs, die wir einsetzen können. Ist dennoch ganz schön kompliziert, aber wir werden das hinbekommen. So. Na gut, schlafen wollte ich jetzt noch nicht. Wir haben einen Einsatz zu erledigen. Nee, das ist viel wichtiger. Wir müssen die zweite Drehleiter mit rausholen. Das ist ganz wichtig. Die muss auf jeden Fall jetzt mitkommen zum Einsatz. Und ich hoffe, wir bekommen da wirklich alle Leute heile aus diesem großen Gebäude raus. Also man hat sich das, wie gesagt, schon gedacht, dass irgendwann was passiert. Denn laut den Bewertungen im Netz, ja, gab es da schon viele Probleme. Dass da nichts passiert ist, kann ich mir selber auch eigentlich gar nicht vorstellen. Also Hauptsache erstmal so ein Koloss gebaut, ja. Das ist unfassbar, ehrlich. So, beide Drehleiter sind vor Ort. Ach komm, wir bleiben gleich hier stehen. Wir bauen auf direkt. Wir sind da jetzt am Gebäude. Können uns erstmal ready machen. Auch hier erstmal die Stützen ausfahren. Ja, und dann geht's sofort hoch. Also, da wird jetzt gar nicht lange diskutiert. Wir müssen die Menschen da oben runterholen. Aktuelle Meldung, also es raucht aktuell immer stärker aus der, ich weiß gar nicht, wie viel Etagen das Ding hat. Jedenfalls ganz, ganz, ganz oben brennt ein Hotelzimmer. Problem an dieser ganzen Sache ist eigentlich, wir kommen da gar nicht bis hoch. Um Himmels Willen, das darf nicht wahr sein. Ich frage mich halt immer wieder, wie sowas sein kann, ja. Also hier spielt, glaube ich, Geld eine ganz, ganz große Rolle. Also da kannst du sagen, was du willst. Ja, das ist eigentlich auch schon Maximum der Drehleiter. Die ist wirklich so weit ausgefahren, wie es nur geht. Und wir kommen da leider nicht höher. Wir müssen wirklich ins Gebäude rein und die Menschen da runterholen, anders geht's nicht. Guckt euch das an, ey, das darf doch nicht wahr sein. Wie kann sowas möglich sein, Leute? Ey, beantwortet mir mal diese Frage, wie kann das sein? Also hier ist doch wirklich nichts, wirklich fast nicht, nur die reinste Natur und dann gibt es ja einfach so ein großes Gebäude, wo man auch dazu sagen muss, hier wurde wirklich viel abgeholzt und ja, jetzt gibt es natürlich die großen Probleme, ja. Wir kommen gerade mal bis hier, aber Gott sei Dank genau bis dran, an die Kante vom Balkon. Das ist immerhin viel wert. Aber trotzdem reicht's nicht. Das ist nicht mal die Hälfte. Das ist Wahnsinn. Also hier wäre natürlich ideal jetzt eine TMB, die wir leider nicht haben, weil das einfach nicht anders funktioniert. Tja, aktuell ganz, ganz großes Problem ist eigentlich nur das, dass wir bisher schon viele Leute haben mit einer Rauchgasvergiftung. Das macht das Ganze natürlich nur um einiges schwerer. Tja, also wir geben unser Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ich werde die Leute da jetzt alle runterholen. Mit wirklich allen Mitteln, die wir haben, um Menschen zu retten, zu helfen. Also was willst du machen? Ganz im Ernst, wir sind auf jeden Fall dafür nicht ausgerüstet. Also klar, wir haben die Technik, aber dennoch braucht man da wirklich so viel, dass es gar nicht funktionieren würde. Also das wurde auch mehrmals gesagt, aber dennoch wurde das Hotel gebaut. Wir können das gar nicht abdecken. Man kann das nicht bewirtschaften. Wie soll das funktionieren? Das geht nicht.
Leute, ich kann es gar nicht glauben, ey. Also, ich habe, glaube ich, noch nie sowas Krasses erlebt in einem Projekt im LS22 wie dieses Spektakel heute hier. So, es gibt natürlich auch, wer hätte es gedacht, viele Personen, die vermisst werden. Man weiß bisher noch nicht, wie viele Leute genau im Gebäude sind und natürlich auch, wie viele Leute in diesem Raum drin sind, der aktuell brennt oder raucht. Es gibt einfach keine Zahlen. Es wurde bisher schon Mitarbeiter befragt. Die konnten auch keine Auskunft geben. Sie haben die Zahlen einfach nicht im Kopf. Wichtige Dokumente fehlen. Was ist hier los? Was? Also, das ist hier alles so extrem merkwürdig. Man kann es nicht glauben. So, aber gut, wir haben den letzten Rettungswagen jetzt, der zum Einsatzort hier rausfährt. So, das sind 6 RTWs, die sich jetzt hier bei diesem MANF-Einsatz einmal hinstellen, vors Gebäude und sofort Menschen versorgt. Er guckt euch das an, die kommen hier wirklich mit Bademäntel runter, aus Schreck sind sie einfach aus dem Gebäude gerannt. Das sind Bilder, die man nicht vergessen wird, das ist so heftig. Ich kann es gar nicht glauben hier. So, natürlich kommen als nächstes natürlich die Notärzte. Also die sind alle auf dem Weg gewesen, zeitgleich mit dem Rettungsdienst. Die treffen jetzt nach und nach ein und unterstützen die Kollegen. Ich hoffe einfach, das geht hier alles gut aus, Leute. Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. Also es gab bisher noch nie so einen richtig großen Einsatz hier im Projekt Waldlehm. Das ist wirklich der einzige, den wir hier erleben. Das wird leider auch, jetzt muss ich das sagen, das wird leider auch das letzte Video sein, die letzte Einsatzfahrt hier im Projekt Waldlehm. Mehr dazu folgt gleich. So, Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt sind allesamt vor Ort. Die Polizei fehlt natürlich noch, die lassen auf sich warten, weil hier kein Personal ist. Also hier gibt es aktuell einen Polizisten, der sich hier um 2 Autos kümmert. Das ist fatal, das kann nicht sein. Aber leider ist das hier Realität. Ja? Die anderen haben frei oder sind weggezogen. So, zu guter Letzt trifft jetzt auch noch die Polizei ein. Viel Spaß bei der Arbeit, ne? So, und ich werde euch jetzt mal ganz kurz hier zeigen, wo genau es eigentlich brennt. Das ist in der allerletzten Etage, da ganz oben, aber auf der hinteren Seite. Ja. Leck mich fett am Sattel hier. Das ist doch unnormal, ey. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt hier schon gesagt habe. Aber es ist einfach so. Es ist einfach nur krank. Es ist ein so krasser Einsatz, den man eigentlich gar nicht bewältigen kann, weil einfach Personal fehlt.
Ja, sieht man schon bei der Polizei. Da fängt es an. So. Es sind immer noch mindestens 10 Leute, die vermisst werden in diesem XXL-Hotel, bei diesem XXL-Manf-Einsatz, Großeinsatz hier in Waldlehm im LS22. Ich kann wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Also ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Gerade der Rettungsdienst, die haben nur in Anführungsstrichen 6 RTWs. Es müssen wirklich fast alle doppelt fahren. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Mit der Feuerwehr ist es leider so, mehr kann nicht kommen. Es gibt natürlich noch ein paar Fahrzeuge, das sind die hier oben. Die müssen leider beide in der Wache bleiben. Ja. Sollte noch was passieren, müssen die sofort ausrücken. Problem dabei ist, es gibt da auch nur einen, der da aktuell stationiert ist. Die anderen sind alle bei uns. Und das ist nämlich auch das ganz große Problem, was wir haben hier auf Azura im Projekt Waldlehm im LS22. Personal wird überall gebraucht und das haben wir hier leider zu wenig. Es kommt einfach nichts hinterher. Man kann leider nichts groß machen. Und von daher wird das heute leider, ja, das tut mir wirklich richtig leid, ja, um euch das hier mitzuteilen, das wird heute leider das allerletzte Video sein von diesem wunderschönen Projekt, was eigentlich so groß werden sollte. Aber das hat viele Gründe, warum ich das heute hier beende, aber ich wollte das unbedingt nochmal mit einem wirklich großen Einsatz hier fertig kriegen, um euch das hier einfach nochmal als letztes schönes Video zu präsentieren. Und ich hoffe einfach mal, ihr hattet Spaß mit den paar Folgen Waldlehm. Das könnt ihr mir gerne mal schreiben, ja, wie euch das Projekt so gefallen hat, im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Projekten. Das würde mich mal interessieren. So, ja, und zu guter Letzt kommt jetzt auch noch der große Feuerwehrkran zum Einsatz. Der wird benötigt, um natürlich Menschen vom Balkon zu retten. Nee, Quatsch. Der steht jetzt erstmal als Reserve hier. Sollte irgendwie noch was gebraucht werden oder irgendwas angehoben werden, wird der Kran dazu benutzt, um Objekte oder Gegenstände anzuheben. So, deshalb rückt der jetzt hier noch aus und wartet jetzt erstmal auf Anweisung. So, ansonsten, der Einsatzort ist hier weiträumig gesperrt, obwohl hier kann ja wirklich nichts groß durchkommen. Aber dennoch wird es wirklich noch lange dauern, denn das Feuer muss gelöscht werden, es muss viel passieren, es geht so einfach nicht weiter und unter anderem wird das Projekt halt deshalb auch beendet, weil einfach hier viele Sachen fehlen, viele Sachen sind falsch gelaufen und unter anderem natürlich auch dieses große Hotel, wo wir jetzt hier wirklich gerade sehr hart dabei sind, das unter Kontrolle zu kriegen, so viele Leute, ein Brand ganz, ganz oben, also schlimmer kann es eigentlich gar nicht sein. Ja, und zum Thema, warum das Projekt beendet wird, ganz einfach. Ich hatte mir das, ehrlich gesagt, so ein bisschen besser vorgestellt, aber so langsam merkt man einfach, ja, das zieht sich jetzt so ein bisschen, das ist irgendwie zu eintönig, zu langweilig und ich habe einfach bessere Projekte. Es sind natürlich auch wieder neue geplant, so ist es nicht. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, es ist eine coole Karte, aber leider fehlt mir hier der Pep. Wisst ihr, was ich meine? Also hier fehlen einfach Ortschaften, Städte, Häuser. Ja, gibt es auch sehr, sehr wenig. Das ist einfach hier so eine richtig große Forstkarte, auf der man viel machen kann. Aber für meine Videos reicht das leider nicht mehr so aus. Und ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und ich hoffe, euch hat dieses Mini-Projekt dennoch gefallen. Wie ihr sagt, gerne mal schreiben unter dem Video, schreibt mir da rein in die Kommentare und ja, wir sehen uns wieder im nächsten Video, im nächsten Projekt. Mal sehen, was kommt vom LS22. Ehrlich gesagt, ich werde das Projekt nicht vermissen. Das klingt hart, ist aber so. Ich fand das irgendwie immer, ich weiß nicht, kann man nicht beschreiben. Aber irgendwie hat mir da was gefehlt und irgendwie macht das auf Dauer nicht so viel Spaß wie zum Beispiel ein Ostsee-Projekt oder Frühling-Projekt. Alles, was ich so habe oder was ich hatte bisher. Also, ja. So soll es sein. Wir sehen uns, Leute, im nächsten Video wieder und der Einsatz, der wird noch lange dauern, wie gesagt, und ist immer noch nicht abgeschlossen und ich werde jetzt hier auch nichts weitermachen. Ich gehe jetzt einfach nach Hause, gehe zurück an die Ostseeküste und dann sehen wir uns wieder da
in alter Frische. Also Leute, macht's gut, bleibt gesund, wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns bis dahin und ciao.